Hallo, hier sind wir wieder. Das ist der Jojo. Und die Jenny. Das ist unser großartiges Format Comic Talk. Wir sind heute hier, immer noch in Erlangen. Das ist unser vierter Tag. Ist es? Das stimmt. Sollen wir nochmal anfangen? Nein. Ja, Mann, ich frage jedes Mal, ob wir nochmal neu anfangen können. Das ist so ein Running Gag. Ja, ich weiß nicht. Was geht's weiter? Gut, Programmpunkt Nummer 1, wie jedes Mal, wir reden über die aktuelle Nachbesprechung. Nachbesprechung, was ist uns aufgefallen, was hat uns gefallen, wo haben wir gedacht, ah ja, interessant, habe ich nicht mitbekommen. Was ist dein Eindruck von der aktuellen Ausgabe? Ich glaube, die gestern war besser, aber sie ist nicht schlecht. Oh, echt? Das ist aber harte Kritik. Also, kannst du das so hart? Naja, ich finde schon, wenn ich dachte, sowas wird immer besser. Ich finde, gegenüber den letztjährigen Ausgaben auch wurde kleinteiliger gearbeitet und heute werden halt so ganze Seiten immer vollgeballert. Okay, dann gehe ich als erstes zu der vollgeballerten Seite, die mir zum Beispiel sehr gut gefallen hat. Super, also, danke. Wir sind nicht abgesprochen, jeder hat seine eigene Meinung. Ne? Mir hat es sehr gut gefallen, dieses vollgeballerte Kunstwerk von Sonja Schlappinger, die heute auch unser Gast sein wird. Also das schon mal so als Teaser. Und wir haben gestern auch schon drüber geredet, der Comic ist nicht immer nur lustig. Der Comic kann auch mal ernst sein. Das wird uns heute ein bisschen begleiten. Aber ich denke, es wird trotzdem eine lustige Folge. Und ja, ich will nicht zu viel verraten. Wir gucken uns das gleich an. Das ist gut. Soll ich auch mein Favorite? Nee, eigentlich. Mein Favorite ist auch noch relativ groß. Es geht um Franziskas, unser zweiter Gast, Comic über den Morgenkaffee, der komisch schmeckt, weil sie vor Rührung reingeweint hat. Das hat mich auch berührt. Siehst du? Sieht hier vielleicht noch ein paar Tränenflecken von mir. Heute ist es also nicht so klamaukig. Schmeckt auch komisch. Nicht klamaukig. Heute wird es gutes Stichwort. Heute ist nicht nur klamaukig, heute geht es um Gefühl und ein bisschen Ernsthaftigkeit. Nicht bei mir. Workshop 1, Georg war gestern noch dran, da mussten wir vorher aufnehmen. Weil wir es sonst nicht geschafft hätten. Ich war bei Georg kurz drin, habe mir das angeschaut. Georg hat über Procreate geredet und wie man in Procreate Brushes baut. Das ist nämlich ein großes Betätigungsfeld von Georg, der da sehr firm ist und sogar Geld verdient. Und mit dem großen Brushes-Papst, den vielleicht viele von euch kennen, Kai T. Webster, der jetzt sogar für Adobe arbeitet, hat er auch mal E-Mail korrespondiert. All der Fame scheint auf uns herab. Ja, wir sitzen mit diesem Mann, der mit Kyle T. Webster gemailt hat, in einem Seminar. Was war was Überraschendes dabei? Also was hast du mitgenommen? Ich bin ja langjähriger Procreate-Nutzer. Das heißt, das war für dich ein auch wenn ich mir Brushes nicht baue, sondern einfach 5 Standard-Brushes benutze. Deshalb, ich kannte das und habe mir das ehrlich gesagt nicht angeguckt, aber ich weiß von einigen, die da waren, die waren sehr interessiert und werden sich bald ein iPad kaufen, habe ich gehört. Siehst du, ja, alles Sale. Richtig gemacht, Sale geschaffen, Apple, ja. Die überweisen. Das wäre jetzt die Zeit, ne? Damit wir die Klage von Hella von Sinn bezahlen können. Es muss amortisiert werden, wir müssen hier mit einer schwarzen Null rausgehen. Dann hatten wir gestern auch noch einen tollen Abend-Event und zwar gab es eine Vernissage. Berichte mal. Wo auch ich wieder nur war. Ich musste nachsitzen. Deine Pflichten. Ich musste ja, ich war auf der Vernissage von Dick Ung. Ich habe extra gefragt, wie man den Namen ausspricht. Das ist unser außereuropäischer Gast, der hier eine Woche mitzeichnet. Und er zeichnet schon viel länger, kommt aus China, Shenzhen, und hat dort Werke von sich vorgestellt, die, das muss ich echt sagen, sehr, 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 sehr witzig sind. Genau. Also er hat aufmachen. Das Problem ist, dass es auf Chinesisch ist. Ich habe auch versucht, mit einer Translate-App das zu übersetzen. Das ist ja heute so technisch möglich, dass man das filmt mit der Kamera und die Kamera versucht dann, den Text zu ersetzen. Ich glaube, sie hat es nicht ganz verstanden. Oder Dicks Witz ist noch skurriler an manchen Stellen, als ich erwartet hatte. Schwierig, aber in der Ausstellung, das war das Gute, da hing unten drunter deutsche Übersetzung. Ach, sehr schön. Das heißt, man konnte das quasi lesen und verstehen. Ja, vielleicht findet der Dick ja auch einen deutschen Verlag. Das würde ich sehr empfehlen. Es geht vor allem um Witze über Haare, sehr skurril, sehr abgefahren, auch so über Comic-Stil-Elemente gibt es einige Witze.
Er hat auch so ein bisschen über seine Arbeit geredet, und zum Beispiel über den bestimmten Stil, den er verfolgt. Der ist jetzt erst in den letzten Jahren wohl berühmter geworden, wo man nicht so eine Bedeutung wirklich mitgibt, sondern eher so bedeutungslose Witze, was es bei uns ja öfters gibt. Ja, so Anti-Witze oder einfach so, wie nennt man das, Salopp-Humor oder sowas. Und das ist wohl in China gerade im Kommen und sehr beliebt, und Dick ist einer der Autoren. Ich muss das, ja, man merkt, ich bin total schön, kein Manga-Leser, ich halte das Buch aus Versehen falsch rum. Ja, Sonderdruck, genau. Und sogar grüner, grüner Schnitt. Wie heißt das Buch Schnitt? Ich bin kein Mediengestalter, du hast es schon. Ja, ich weiß, aber ich habe digital unterwegs. Ja. Aber sehr schön. Super schön. Kann man kaufen, wenn man Chinesisch kann, macht es vielleicht ein bisschen mehr Spaß. Oder in die Ausstellung gehen in Erlangen, die läuft auch noch ein paar Tage. Das weiß ich gar nicht. Es war auf jeden Fall ein Konfuzius-Institut, wer da ist, außer nicht in Erlangen, in Nürnberg. Wir sind super informiert. Ich war nicht da. Konfuzius-Institut, Nürnberg, schaut es euch an. So, jetzt der letzte Punkt, da war ich aber. Und zwar hat nämlich der Jojo einen Workshop gehalten, wow, heute zum Thema Animation. Ja, sag mal, wie fandst du den denn? Super, ich bin zu spät gekommen. Oh, ich bin echt. Ich bin zu spät gekommen, aber ich bin reingekommen, als alle gelacht haben. Das war sehr schön, bei der einen Stelle, wo alle gelacht haben. Bei dem Superman, das habe ich gefilmt. Ach, sehr gut, sehr gut. Genau, Jojo hat uns eigentlich mal die ganze Bandbreite seines Könnens gezeigt. Er ist ja nicht nur ein super guter Comiczeichner und Witzeschreiber, sondern er kann tatsächlich auch all das auch noch wunderschön, ästhetisch, fantastisch animieren. Und er hat uns tatsächlich, wie sagt man so schön, seine Geheimnisse gezeigt, mit welchen Programmen er arbeitet, wie Animation im Allgemeinen funktioniert, was man nicht tun sollte, was man tun sollte. Und es war sehr inspirierend, und ich vermute, wir werden sehr viel animierte Webcomics demnächst sehen. Das wäre schön, darauf freue ich mich. Du hast deine Konkurrenz dir selbst herangezüchtet. Sehr gut, das habe ich beabsichtigt, genau. Essensempfehlung: geht ins Café Bismarck, da gibt es nämlich ein Frühstücksburger, der quasi so ein Laugenbrötchen ist, was dort selbst gemacht wird, mit Bacon und Ei und Barbecue-Soße drüber. Und der wird noch warm gemacht. Ja, ich bin nicht so der Bacon-Fan. Ich habe einen gegessen, Georg hat zwei gegessen. So gut ist der. Okay, ich versuch's. Also man kann ja nicht immer nur in den Kaiser Wilhelm gehen, ne? Man kann auch das mal in den Bismarck gehen. Einfach mal mit dem Fortschritt gehen, ja. Kanzler, Parlament, Monarchie abschaffen. Genau. So ist gut. 500 Meter weiter. Das stimmt. Mit 500 Metern endet die Monarchie. So. Wir haben heute nächstes? Was ganz Besonderes. Oh, jetzt, ja. Weil wir haben heute nämlich nicht nur einen Gast, wir haben zwei Gäste. Und wir haben in der allerersten Folge den aktuellen abtierenden Seminarleiter kennengelernt. Aber wir haben heute auch den Gründer von all dem dabei. Den Gründer. Paul Derouet. Richtig ausgesprochen? Ich glaube, ja. Er wird seinen Namen bestimmt gleich nochmal selber sagen, und ich würde sagen, ich suche ihn jetzt und hoffe, ich finde ihn. Der große Paul, ich bin mir gespannt. Oh, setzen Sie sich hier. Kommen wir uns zur Mitte. Schön, dass du da bist. Paul besucht uns nämlich jetzt, von heute bis, wie lange bleibst du bei uns? Bis zum Schluss. Bis zum bitteren Ende. Ja. Das ist, muss man wissen, heute und am Ende sind die Grillpartys. Ich vermute da einen Zusammenhang. Deswegen, was möchtest du trinken? Oh, stimmt. Wasser? Wir haben auch. Hast du schon mal erlebt, dass ich Wasser trinke? Gute Antwort. Oder vielleicht ein Wein aus dem Tetrapack. Oh, zu viel, ganz zu viel. Aber vielleicht magst du zapfen und ich heiße. Ich zapfe. Trinken wir jetzt alle Wein? Ja. Ich denke schon, es ist unhöflich, das nicht zu trinken. Oh, auf einer Skala von 0 bis 10, wie langweilig ist das Rentner-Dasein? Null ist, wenn es nicht langweilig ist, oder ist es ja langweilig? Ja, Null ist tot. Tot. Totale Langeweile. Machen wir es so rum. Nee, ist nicht ganz so, sagen wir 6. Das ist. Wäre mir schon zu langweilig. Das ist Mittelmaß. Das ist Mittelmaß. Naja, aber heute ist ja nicht so langweilig. Ne? Nee. Was ist heute? 6,5. Ja. Minimal gesteigert. Pro Mille, oder wie ist das? Wenn wir das mal nehmen, dann 6,5 Promille. Aber hoffentlich nur alle zusammen. Ja. Mhm. Ein Jahr. Ja, voll. Erzähl doch mal, wie kam es zum Comic-Seminar? Ich glaube, wir können da nochmal anfangen. Genau. Den Rest hat ja Ralf schon erzählt. Ja.
Ruf jetzt dazu kam, das war 86, ne, das erste Mal. Und kurz davor, das waren die Anfänge vom Comic Salon in Erlangen. 84, das wissen wir jetzt. Ja, 84 war das erste Festival. Und danach, also jeder hat versucht, was beizubringen da. Das war eine kleine Sache und wir waren immer im Kontakt mit dem Kulturamt. Und also alle wurden gebeten, ein bisschen was zu leisten. Und beim zweiten Seminar hatte ich die Idee, eben ich war kein Verlag oder so, ich konnte keinen Künstler einladen, so ich dachte, ich mache einen Workshop. Weil seit zwei, drei Jahren war ich wirklich ich war Agent geworden, ich hatte mit viel Zeichnern zu tun, ich bekam jeden Tag so Post von Leuten, die zeichnen wollten. Ja, zeichnen wollten. Da war nichts in den Kunsthochschulen. Ich dachte, ich mache sowas einmal. Und ich hatte das dem Manfred Fischer, dem Leiter hier vom Kulturamt, vorgeschlagen. Und er sagte, die Franzosen machen bestimmt mit. Das Französische Kulturinstitut gab es noch hier. Also der Leiter sagte, ich mache mit. Und ich hole eine Subvention dafür aus Frankreich und machen wir. Und wir haben das gemacht. Das war lustig, mit Schulteis als Dozent und Gérald Goritsch aus Angoulême, der leider nicht mehr lebt. Und ja, und dann am Ende waren wir zufrieden und ich sagte, okay, es war schön. Und der Mann vom Institut sagte, ja, aber warum wollen wir das nicht nächstes Jahr wieder machen? Und ich sagte, nächstes Jahr ist kein Comic-Salon, das ist alle zwei Jahre. Ja. Und ich sagte, na und? Macht einfach trotzdem. Können wir trotzdem machen. Ist ja auch der bessere. Ja, das bessere Seminar. Ja, eigentlich ja. Also das unterschiedliche sind Leute wie du, die nur ich komme immer im September kommen, andere, die nur im Mai, Juni kommen. Ja. Aber auf jeden Fall, ja, wir haben ein zweites Mal gemacht und das hat nie aufgehört. Vielleicht muss man noch mal kurz sagen, wie du überhaupt zum Comic gekommen bist, weil du bist kein Zeichner. Nee, ich bin gar nicht. Oh Gott. Wir haben schon angekündigt, dass dieser Podcast ein bisschen traurig wird. Ich weiß nicht. Wenn ich gefragt werde, was ich bin, habe ich keine Antwort. Weißt du, ich hatte Politik studiert und dann war ich Sonderschullehrer damit. Also das war, bis ich genug hatte und dann kam ich nach Deutschland und ein bisschen zufällig, also Liebesgeschichte natürlich. Und der Franzose. Ja klar, also wenn man in Deutschland kommt, aus Südfrankreich nach Deutschland kommt, nach Hannover sogar damals, okay. Man muss schon motiviert sein. Also, motiviert sein, um tatsächlich erfolgreich zu lieben? Einfach um weiterzuleben. Und so habe ich Hartmut Becker und Andreas Knigge kennengelernt, die damals einen kleinen Verlag hatten und die Zeitschrift Comic-Szene machten. Und als es klar wurde, dass ich dahin ziehe, nach Hannover, wurde mir angeboten, auch mitzumachen und in der Buchhandlung zu sitzen, die geplant war. Ich war der zweite Comic-Buchhändler in Deutschland, damals nach Benedikt Taschen, der Kunstverleger. Ne? Der hatte die erste kurz davor eröffnet in also der erste richtige Köln. Ja, würde ich auch sagen. Da habe ich ihn damals kennengelernt, also auch weil wir haben uns unterhalten über Dinge, wo man Bücher kriegt in Frankreich und so und alles, ne, als Buchhändler. Oder was ihr jeweils im Sortiment habt. Oder ja, genau. So, aber der hatte schon angefangen und ich weiß, der war mal nach Hannover gekommen, wir haben uns da unterhalten. Das war lustig. Und dann bist du ja letztendlich, ne, du bist ja nicht nichts, wir wissen das alle, auch wenn du das jetzt gesagt hast, über das im Comicladen einfach nur sitzen, auch irgendwann dazu gekommen, die Comics zu übersetzen. Von vielen. Spirou. Ja, Spirou. Das war lustig für mich, weil ich hatte das als Kind gelesen und plötzlich das übersetzen zu dürfen, das war so... Das ist eine Ehre. Ja, und das war sowieso komisch, weil damals war sowieso Spirou, das ist anders in Deutschland noch und es wurde neu verlegt von Carlsen, aber damals waren das war Piet und Piccolo und was weiß ich und so und ich weiß noch, wo ich in der Buchhandlung saß, ziemlich am Anfang und ja, da war wenig Kundschaft. Ich war gerade am Übersetzen. Ich hatte mein Spirou-Album vor mir und ich übersetzte und da kam ein Kunde, ein einziger und fragte, ob wir Dinge von Piet und Piccolo hätten im Laden. Ich so,
Ich sagte, den kenne ich nicht. Und so, guckte, das Album lag auf dem Tisch vor mir. Und der da. Ich war neu in Deutschland, ja. Ich war Pitum Piccolo. Aber das hat sich ja auch nicht eingebürgert. Also jeder Super Comic Verkäufer. Ja. Und, ja. Ich sagte, genau, ich hatte keine Ahnung. Ja. Und ich sagte, den kenne ich nicht. Und er guckte. Beschwissen Sie. Wie man sich den Comicladen vorstellt. Ja. Ne? Ja, genau. Möglichst antisozial. Ein paar Tage danach hatten wir dann keine Kundschaft mehr, hatte bestimmt weiter erzählt mit Vorsicht. Ja. Gibt es noch andere Comics, auf die du stolz bist, dass du daran mitgewirkt hast im Laufe der letzten Jahre? Also als Übersetzer oder auch in einer anderen Rolle? Ich meine, hier jetzt im Comic-Seminar kommen ja auch viele Comic-Künstler, die... Ja, es sind einige Dinge. Also ich weiß, ein Ding, was mich, wo ich wirklich da aktiv war, das war auch Gift von Baba Yelin zusammen mit Pierre Mitter. Ich hatte sie zusammen in Kontakt gebracht. Ja, und das ist okay. Ich finde die Geschichte sehr schön. Ja, ich auch. Also ich habe die Rechte vertreten, auch ich war der Agent. Mhm. Das habe ich dann noch in Französisch übersetzt. Ne? Und für mich war das ein bisschen komplett und wirklich eine schöne Geschichte. Ja, ich finde die auch super. Also ich habe sie tatsächlich gelesen und war auch in Bremen und habe überall den Spuckstein gesucht. Ja. Gesche Gottfried. Ich habe auch gelesen. Ja, dann diese Spuckstein. Ich war da einmal, eben mit Bermetta und so, und wir waren zusammen da und da kamen zwei Mädchen vorbei. Und spuckten da drauf. Und die haben drauf gespuckt. Das ist schon krass, ne? Du, ich wollte fast, weißt du, ich wollte hinterher rennen und zu sagen, ja, was wisst ihr überhaupt, was ihr da macht? Aber sie wussten das nicht sowieso. Nee, wenn man es einfach so macht, da, ne? Ja. Wie geht's denn weiter jetzt? Ja, die Nachseminarzeit. Für mich? Ja. Nee, ich mache nichts mehr. Also beruflich, da was mit Comics zu tun hat, eventuell noch Übersetzungen, wenn etwas kommt. Mhm. Das mache ich sowieso am liebsten. Also das Spiel mit der Sprache und so, das mag ich sehr. Also ich bin kein Schreiber, also kein Schriftsteller oder so, aber schreiben tue ich gerne, wenn ich Briefe schreibe oder E-Mails mit Korrespondenz habe oder so mit Leuten und das Übersetzen, das finde ich ist ein Spiel mit den Wörtern, mit der Sprache und also das ist für mich das ein großer Spaß. Also nicht immer leicht, ne? Das ist manchmal sehr anstrengend, aber manchmal bleibst du bei halbe Stunde oder eine Stunde vor einer Sprechblase, ne? Und das kann man, Wie ist das? Musstest du auch oft so ich stelle mir das in den ersten Jahren schwer vor, weil du bist ja auch nach Deutschland gekommen, musstest Deutsch lernen, bis man das so hinbekommt, dass es wirklich natürlich für einen klingt oder natürlich auch ist? Also, es ist unterschiedlich, ob ich natürlich ins Deutsche übersetze oder ins Französische. Okay, du übersetzt also hauptsächlich ins Französische. Inzwischen ja. Früher habe ich das aber zusammen mit Hartmut Becker hauptsächlich, manchmal mit anderen Leuten. Mhm. Ich habe die Rohübersetzung, die erste Übersetzung gemacht. Mhm. Es ging noch nicht anders. Das ist nicht meine Muttersprache. Ich mache, also das hört man ja, ich mache immer noch Fehler. Nein, das ist ja spannend. Doch schon. Ich kenne die, ich merke die, wenn ich die ausspreche. Ja. Nein, aber dann gut, das ist... Das ist was anderes, aber wenn ich von dem ins Französische übersetze, dann das macht wirklich Spaß, weil das ist auch mein Text. Mhm. Also in der Gegenrichtung, ich war nie richtig verantwortlich. Ich wusste, am Ende kommt ein Text, aber das ist nicht von mir. Wir haben jetzt noch eine Grammatikfrage. Ja, das ist jetzt besonders interessant. Ja, finde ich nämlich auch. Wir machen so eine kleine Umfrage, weil wir uns irgendwann in den Kopf gesetzt haben, wir sind auf der Spur von Humboldt unterwegs und forschen daran, wie man richtig sagt. Heißt es das oder der Comic? Das ist der Comic. Aber eigentlich. Das war so entschieden, eigentlich zählt das zwei Punkte. Obwohl es sollte neutral sein, weil das Fremdwort ist. Comic. Weil das ist immer das auf Deutsch, wenn du ein Fremdwort hast, so sagt man das Fondue, was lächerlich ist, weil Fondue ist die geschmolzene, weißt du, für dich. Nicht das. Es gibt sowieso kein das auf Französisch. Ne? Die geschmolzene. Ja, und für mich ist das immer dieses das. Weißt du, das Mädchen, also das hat mich immer, oder das Baby, weißt du, das Baby kann ich verstehen, hat noch irgendwie, also es ist ein Mensch, aber es ist noch nicht so klar, aber das Mädchen und dann es zu sagen, das ist eigentlich immer sie. Ja, voll. Ne? Gendermäßig. Aber das ist nur wegen Weilchen oder Lein, das dahinter ist. Ne? Das ist das Körbchen. Aber die Fremdwörter, die sind auch so.
Ja. Das war voll schön. Also es war ein toller Einblick in deine Arbeit, aber auch wie viel Liebe du der Sprache gegenüber hast. Ja, ich liebe die Sprache. Das merkt man. Und deshalb so sehr, dass ich seit 3 Tagen nicht mehr sprechen kann. Dann lösen wir dich jetzt auch schon. Genau. Das war total schön. Danke, Frau. Ich nehme ein Glas mit. Ne? Sehr gerne. Wir haben noch eins für Sonja. Ich begleite dich aber auch noch zur Tür. Okay. Auch noch an, weil ich glaube, ich kenne den Weg, aber das... Sicherheitshalber. Sicherheit. Sonja Schlappinger. Dankeschön. So wenig. Naja, ist ja, du kannst noch mal nach. Manche Leute trinken hier so richtig zum Trinken. Der Kommentar haben sich gewünscht, wir möchten jetzt bitte 1 Stunde lang reden. Bitte? Wurde gesagt. Von einem und ich würde sagen. Wir gucken mal. Wir gucken mal. Man kann nicht alles haben. Der Kater sitzt mit hier und wir schauen mal. Ich vermute, wer war das denn? Das Tetrapack wegnimmt. Wir wissen es leider nicht. Ja, den ist ja keine Klarnamenpflicht im Internet. Genau. Wir wissen jetzt nicht genau, wer es ist. Vielleicht wissen wir es doch, aber derjenige. Vielleicht war es jemand im Seminar, der uns loswerden will. Oh. Weil je länger, umso langweiliger. Umso besser meinst du wohl. Umso sorry. Meinungsfreiheit. Ja, wir haben dich schon angekündigt, ich habe dein Bild gezeigt in der Sophia und wir haben darüber gesprochen, dass wir heute uns mal Comics auch angucken, die nicht unbedingt dafür ausgelegt sind, dass man nur darüber lacht. Aber wir haben auch darüber gesprochen, dass das nicht unbedingt heißt, dass man gar nichts zu lachen hat. Genau. Hast du ja schon bewiesen. Ja. Sie ist ja hier strahlend reingekommen. Was ich weiß es nicht. Ich war ein trauriges. Gebrochene Frau. So, ne, bevor wir über einen heißen Brei. Der kleine Comic. Heißen Brei reden. Das ist das Buch zur Frau. Die Kraft der Heiligen. Das ist extra schwebt in den Himmel. Familie von Christel. Beziehungsweise eigentlich von Sonja Schlappinger. Sonja, möchtest du mal kurz umschreiben, worum es geht in deinem Buch? Also mein Buch, das ist die Geschichte von der Christel, die fängt an, die Story zu erzählen und findet sich die ganze Zeit irgendwie schräg und komisch und dann mit so 30 ungefähr kommt sie drauf, warum das alles immer so komisch ist, weil sie kriegt dann Flashbacks und erinnert sich, dass sie als Kind sexuell missbraucht worden ist von ihrem Vater. Und um das zu verstehen, weil das ist ja schon eine harte Nummer, reist sie rückwärts in die Welt ihrer Kindheit, aber auch in die Welt der Kindheit ihrer Eltern und der Großeltern. Also es geht über mehrere Generationen und sie schlägt so die Brücke, dass sie kapiert, jeder hat so seine Gruselgeschichten, die er weiterträgt von Generation zu Generation, sodass man eigentlich kein Böse sein kann. Das ist so die Idee. Also es geht auch um Versöhnung letztendlich. Ich habe es gelesen und Sonja gibt einem das Buch nicht einfach so, sondern Sonja gibt einem das Buch immer mit so einem Warnhinweis, dass es einem wirklich, wirklich nahe geht. Ja. Und mir ging es tatsächlich auch so, es ist mir sehr, sehr nahe gegangen. Aber ich habe es bis zu Ende durchgelesen und ich war sehr, sehr fasziniert und angetan davon, weil du hier eine traumatische Situation beschreibst, aber eben auch zeigst, wie man danach trotzdem weiterleben kann, ohne das Trauma tagtäglich in sich zu spüren. Also in Form, wie man sich das vorstellt, Traurigkeit, Depression und alles, was dazugehört. Genau. Und deswegen finde ich das so interessant und faszinierend. Und ich kenne dich schon, weil du machst jetzt schon das sechste Mal, glaube ich, am Seminar teil in Erlangen. Und Sonja ist tatsächlich hier der Sonnenschein. Also sie lacht und giggelt die ganze Zeit. Und darüber hinaus ist sie nicht nur das, sie ist auch unsere Seminartherapeutin. Das habe ich auch schon mal in einem anderen... Was man vielleicht noch sagen müsste, um den Link zu kriegen, das Buch ist autobiografisch. Mhm. Genau. Ja, das wäre auch das wichtig. Sollte man wissen. Und was immer ganz interessant ist, Ralf König hat das gestern auch gefragt, sagt, was, du bist jetzt von Therapie zum Comic? Und dann sage ich, nee, es war genau andersrum. Also ich bin eigentlich Coach, habe das Comic rausgegeben, weil ich noch Kunst und Kunsttherapie gemacht habe. Und über das Comic bin ich in diese ganze Traumakiste gekommen, wo ich gesagt habe, ich finde das total spannend, ich möchte das gern verstehen, ich möchte das studieren, habe eine Traumatherapie-Ausbildung jetzt gemacht
Und dann haben so viele Leute gesagt, hey, jetzt, du bist so ein guter Coach, jetzt lass dich endlich für Therapie ausbilden und mach das richtig. Und jetzt habe ich dieses Jahr, bin ich frisch gebackene Heilpraktikerin für Psychotherapie. Bravo. Darauf. Yay. Darauf auf dich. Genau. Sehr schön, wir wussten, dass du das kannst, jetzt darfst du es auch. Letztes Jahr bin ich durchgefallen, dieses Jahr habe ich es endlich geschafft. Aber dafür bin ich tiefer rein, also pause. Das war nämlich tatsächlich auch so, als ich das erste Mal gesehen habe, steht da von Christel drunter. Mhm. Und eben auch die Frage, Christel, hast du darüber nachgedacht, dich da eben auch zu schützen und zu sagen, so, ich möchte da gar nicht als ich in Verbindung gebracht werden? Und wann kam der Punkt, wo du gesagt hast, nee, es ist mir doch wichtig, dass ich das miterzähle? Also ich heiße Sonja Christine Schlappinger und Christine, das ist so, oder Christ... Das ist das Heile. Und dann habe ich gemerkt, das habe ich eigentlich bis dahin nie richtig so wahrgenommen. Und dann dachte ich, das ist eigentlich eine schöne Idee, wenn das die Christel erzählt. Weil auch wenn das heftig ist, so eine Berg- und vor allem Talfahrt, kommt sie am Ende trotzdem heil raus aus der Nummer. Und das fand ich so das Spannende daran. So, und was war nochmal jetzt die Frage? Entschuldigung. Ja, es ging tatsächlich um den, also um den Namen. Genau, den Namen, ja. Und da war eine Freundin zum Beispiel, die gesagt hat, Mensch, also auf keinen Fall dein Name drunter, weil stell dir vor, du bist in der Mediation oder im Seminar und dann sagt deiner, ach ja, Frau Schlapping, ich habe übrigens ihr Buch gelesen. Und dann dachte ich so, ja und? So what? Ich meine, das ist meine Geschichte, ich stehe dazu. Und gerade bei dem, was ich mache, also ich mache viel Konfliktklärung oder auch eben das Therapie, wo ich sage, ja, aber da muss ich ja tief rein. Also im Endeffekt ist es jetzt wie mein Sachbuch zu meiner Thematik. Also es ist nicht nur eine Graphic Novel und ein Comic, weil ich einen Comic zeichnen wollte, sondern es passt jetzt wirklich hervorragend auch zu meinem beruflichen Werdegang. Also insofern. Und inzwischen sage ich, ich liebe es, therapeutische Comics zu sammeln. Und sag, vielleicht bin ich eine der ersten Comic-zeichnenden Therapeutinnen. Gibt es da viel in dem Bereich, in Comics? Ja, viel weiß ich. Na, mei, es gibt so viele Comics. Also es gibt ein paar, wenn sie mir jetzt einfallen würden, die Bechtel zum Beispiel, die hat ja auch über Vater und Mutter. Der Fun Home. Genau, da arbeitet sie ihre ganze Kindheitsgeschichte aus. Dann gibt es die nicht alle Tassen im Schrank, ich weiß nicht, wie es in Englisch heißt, die nimmt die bipolare Störung ziemlich gut durch. Dann gibt es Bücher über Bulimie und Magersucht, habe ich gesehen, ich habe sie noch nicht gelesen, oder auch wie man mit Krebs oder Demenz in der Familie umgehen kann. Also da gibt es schon einiges und ich fange jetzt die wirklich an, auch für mich so zu sortieren, weil wenn ich Klienten habe, die damit zu kämpfen haben, also das ist immer ein gutes Mittel, auch mit, über Medium zu gehen. Ich kenne auch einige Traumatherapeuten, die mit meinem Buch tatsächlich arbeiten. Das ist ja auch fantastisch, ne? Also wenn das darüber hinaus passiert, das hat dir ja selber geholfen. Ja, genau. Also eine Ausbilderin zum Beispiel, die lebt in den USA, Traumatherapeutin, und die hat gesagt, mach noch ein neues Buch, mach deine Methode draus, übersetze es ins Amerikanische, die Leute reißen es dir aus der Hand. Ja, also wenn irgendjemand einen amerikanischen Verlag hat, kommt zu mir. Ich will mich nicht drum kümmern, aber ich freue mich, wenn mir jemand einen Vorschlag macht. Fänden wir auch super, wenn das passieren würde. Schauen wir mal. Absolut. Wir haben eine Frage, die wir jedem stellen. Die ist relativ einfach zu beantworten. Der oder das Comic? Der. Der Comic. Ich frage immer die Comic, aber nee, das passt nicht. 5-1 steht es, glaube ich, wenn man Power 2 mal zählt. Wer sagt das? Das ja, rate mal. Du? Gestern. Das sind die Wiener. Ne? Die Wiener. Unfassbar. Der einfach, aber auch so mit so einem Selbstverständnis, ne? Museum. Keine Ahnung. Aber sie will ja eine Forschungsabteilung. Na dann. Du weißt, was als nächstes passiert. Jeder darf ja am Ende was zeichnen. Und wir haben einen Kommentar bekommen von Dominik Wendler. Die Woche ist fast vorbei. Danke, Dominik, dass du all unsere hoffentlich großartigen Videopodcasts dir anguckst. Wahrscheinlich schreibt er das immer drunter. Und wir haben uns überlegt, wir warten, bis wir wirklich jemanden hier sitzen haben, der in der Lage ist, jetzt bin ich gespannt, das umzusetzen. Oh Gott. Die Kamera. Weil es ist ein bisschen therapeutisch auch. Ich habe Angst. Ne, also wenn man Besessenheit auch als eine Form von psychischer Störung wahrnehmen kann oder physischer Störung. Und zwar musst du zeichnen, ein vom Poltergeist besessener Suppentopf. Okay.
Du könntest dann auch gucken, wie würdest du ihn therapieren? Ich glaube, da musst du gar nichts sagen. Muss ich nicht. Das geht gleich. Das muss ich nicht. Es geht über das Bild allein. Das ist ein bisschen wie Lego, ne? Bist du sicher, dass das nicht geklaut ist? Hey. Oder was? Ich guck sowas nicht. Also wenn ich jetzt den Deckel noch oben drauf habe. Nein, der kriegt keinen Deckel. Er ist ja vom Poltergeist besessen, oder? Genau. Das ist logisch. Leute, haben ich fand das Logo oder das Lego aus dem Kinderzimmer. Das Logo. Nee, da kommt doch jetzt noch einer. Was für eine Suppe ist denn? Die Poltergeist-Suppe natürlich. Lecker. Und was war das zweite? Da gab es ja noch einen zweiten Teil. Nö, Poltergeist besessen am Suppentopf. Ja, wie ich ihn therapieren soll. War er nicht von Suppentopf gefallen, als Poltergeist? Poltergeist besessen am Suppentopf? Habe ich mir jetzt auch geschrieben. Das passt schon, dann zeichne das dann. Dominik, beschwer dich. Schreib mir was Neues drunter. Ja. Also der vom Poltergeist, wie würde ich ihn therapieren? Deckel drauf? Deckel drauf? Oh, ist das eine Therapie? Den Deckel drauf? Das ist die Verdrängung. Verdrängung kann super funktionieren manchmal, genau. So. Das würde sie niemandem empfehlen, außer Suppentöpfen. Nein, sie hat das studiert, sie weiß. Das? Bei Suppentöpfen, die halten auch mehr Druck einfach aus. Einfach mal verdrängen, das mache ich auch immer. Na, jetzt kommt drauf an, ist es ein heißer oder ein kalter Suppentopf? Und Sonja, es war super schön, dass du bei uns warst. Wir winken jetzt alle in die Kamera und stoßen nochmal an. Danke, danke. Tschüss, bis morgen. Wenn ich schaffe zu schneiden. Eine Sache, Tipps für darf ich eine Sache noch sagen, weil die finde ich tatsächlich spannend. Kommt jetzt Kritik? Nein, jetzt kommt die Live-Werbung. Nein. Das ist scheiße, das ist scheiße. Nein, überhaupt nicht, Leute, ihr macht das super. Weil ich glaube, es ist ja auch so, das ist ja immer so schwierig, so dunkle Themen und was weiß ich. Das Buch ist tatsächlich in der Comic-Ausstellung letztes Jahr, deutsche Comic-Romane, mit reingekommen. Und das finde ich total bemerkenswert, weil das ist ein No-Name-Comic von mir, von meinem Verlag und trotzdem hat es diesen Schritt geschafft. Ja. Und weil das Buch für sich spricht. Und das hat mich total gefreut. Darauf trinkt man. Darauf trinkt man doch. Noch ganz kurz, man könnte mit, und ich weiß, man kann das, ich habe es schon oft gemacht, wir sollen ja noch stundenlang reden, auch über dieses Comic. Also wer Interesse hat, Sanja anrufen, kontaktieren, E-Mail schreiben. Aber nicht über Twitter. Nein. Über Twitter. Und Instagram. Prost. Prost. Danke euch. Kein Instagram, selbst schuld. Tschüss, bis morgen. Ich bin Dinosaurier.